Essen und Trinken einstellen, Smartphones weglegen, es geht los. Jawohl. Jawohl. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag TechMumas, Technikmuseum Bad König, der Weg zum eigenen Museum. Mein Name ist Matthias Schmidt, ich bin der Gründer und Betreiber des Technikmuseums Bad König im Odenwaldkreis. Ja, was erzähle ich euch heute? In welchem Gebäude das Museum ist und wie wir dazu kamen, was unser Konzept ist, wie die aktuellen Ausstellungen aussehen und schließlich, wie alles entstand. Das hier ist das Kulturdenkmal Hamburger Zigarrenfabrik. Das Gebäude steht nicht in Hamburg und auch nicht in der Nähe von Hamburg, sondern im Odenwaldkreis, südöstlich von Frankfurt am Main. Warum heißt es Hamburger Zigarrenfabrik? Weil eine Hamburger Firma dort dieses Gebäude gebaut hat, um im Odenwald Zigarren zu fertigen. Hintergrund war, die Löhne im Odenwald waren deutlich unter den Löhnen von dem Industriegebiet Hamburg. Deswegen war das so ein bisschen Billiglohnland. Und damit hat es sich rentiert, auch aufgrund der Bahnlinie, dort ein Fabrikgebäude zu bauen, um 1896 rum, und dort eine Firma zu gründen, beziehungsweise eine Niederlassung zu gründen. Das Gebäude wurde auch unter Denkmalschutz dann später gestellt, hatte diverse Nutzungen, bis wir es dann erworben haben. Was haben wir vor? Wir möchten dazu beitragen, alte Technik der Nachwelt zu erhalten und sie interessierten Besuchern zugänglich zu machen. Schwerpunkt auf Computertechnik inklusive Rechentechnik und Videospiele und anderen elektronischen Geräten. Kein direkter Schwerpunkt ist jetzt Haushaltstechnik oder Haushaltselektronik. Und wir hatten auch schon mal einen Anruf, haben Sie Flugzeuge? Nein, dann komme ich nicht. Okay. Unser Ziel erreichen wir über die Arbeitsfelder bewahren, dokumentieren, präsentieren, erklären, ausprobieren und benutzen. Die Aussage ist zum Thema Bewahren, wir nehmen alles an, was ungefähr in die Sammlung passt, können aber nicht versprechen, alles aufzuheben. Die Sachen, die wir annehmen, werden dann in 4 Kategorien eingeteilt. Sind sie sammlungswürdig, dann kommen sie in die Sammlung. Sind sie erhaltenswürdig, dann suchen wir ein anderes Zuhause dafür. Das kann durch Verschenken, Vertauschen, Verkaufen sein. Kann es als Ersatzteilspender dienen? Oder ist es komplett uninteressant, dann wird es den entsprechenden Bestimmungen korrekt entsorgt. Altpapier, Elektroschrott und so weiter. Dokumentieren. Wir sammeln nicht nur die Geräte und dazugehörige Software, sondern natürlich auch Unterlagen, auch Bücher zur Geschichte von Firmen und dergleichen und dokumentieren diese Geschichte dann im Rahmen von Themenausstellungen. Was direkt zum Punkt Präsentieren führt, kommen wir gleich noch zu. Im Museum gibt es mehrere Dauerausstellungen und 3 Themenausstellungen, die Wechselausstellungen sind. Erklären, wir erklären auch Grundlagen im Museum und ausprobieren und benutzen. Es gibt eine Themenausstellung, die Mitmachstationen, wo die Besucher Geräte, Originalgeräte ausprobieren und bespielen können. Aktuell steht da zum Beispiel ein C64, ein Atari 2600, eine Nintendo 64, ein Flipper als Leihgabe vom Flipper- und Arcade-Museum Seligenstadt sowie ein Fotoplay-Automat. Die Dauerausstellungen sind die Radiowand. Das ist eine Wand voll mit Radios. Das Erdgeschoss von dem Gebäude ist 4 Meter hoch, das heißt, da ist ordentlich Platz, wo Radios von den 30er Jahren bis zu den 80er Jahren stehen. Dann haben wir eine Dauerausstellung zur Geschichte des Gebäudes und eine fest installierte Mutter- und Tochteruhr. Wir haben 3 Themenausstellungen, wie ich schon sagte, im jährlichen Wechsel. Die herzlichen Glückwunschausstellung Jubiläen in der Computerwelt wechselt immer im Januar, logischerweise, weil jahresbezogen. Jubiläen heißt etwas, was sich zum 5., 10., 15. Mal wiederholt. Dieses Jahr alles, was in einem Jahr auf den Markt kam, was auf 4 oder 9 endet. Dann haben wir Themenausstellungen mit Computerbezug und Themenausstellungen ohne Computerbezug. Und zu guter Letzt die Mitmachstation. Das ist ein Blick in die Jubiläen 2024-Ausstellung, wo man aktuell den
Apple 2 Euro Plus, den ITT 2020 sieht, Compact Portable, IBM AT und unter anderem auch C16 Plus 4 und den Apple 2 Cäsar. Die Themenausstellung ohne Computerbezug oder mit wenig Computerbezug ist die Themenausstellung Experimentierkästen, die im Mai neu kam. Das heißt, sie geht etwa bis nächstes Jahr April. Im Mai kommt dann wieder an der Fläche eine neue Ausstellung mit dem Schwerpunkt Experimentierkästen von der Erwachsenenbildung zum Kinderspielzeug. Die Firma Kosmos hat ursprünglich angefangen mit dem Kosmos Radiomann als Experimentierkasten zur Erklärung für Radiotechnik für Jungen. Kam dann in den 60er Jahren, als die Elektronik wichtiger wurde, auch im Beruf zur Erwachsenenbildung. Das sieht man daran, dass auf den Experimentierkästen immer Erwachsene abgebildet sind. Das ändert sich erst wieder in den 70er Jahren, wo dann wieder Kinder zur Zielgruppe werden. Neben den Kosmos-Kästen auf der Seite und mein Kosmos-Experimentiercomputer sind auf der anderen Seite der Ausstellung dann andere Firmen, wie zum Beispiel von Bosch, von Philips und von der Firma Egger. Die zweite Themenausstellung, Technik ist bunt, kam jetzt im September neu, geht also bis nächstes Jahr August etwa. Hier zwei Beispiele. Einmal unsere bunten Telefone, links die Telefone von der Deutschen Bundespost bzw. Telekom später, rechts entweder von Anbietern für private Nebenstellenanlagen oder oben rechts aus der DDR ein ordentlich orangenes Telefon. Und dann ein Blick in die Computer- und Bürotechnik, in den Computer- und Bürotechnik-Teil der Ausstellung, elektronische oder elektromechanische Schreibmaschinen und verschiedene bunte Computer. Es gibt nämlich durchaus Computerfirmen, die abseits von dem Standardgrau agiert haben. Und schließlich ein Bild in die Mitmachstation. Hier sieht man schön den Atari 2600, den C64C und hier vorne das Feldtelefon von der Bundeswehr, was ich eben nicht erwähnt habe. Und in den Vitrinen die Dauerausstellung zum Thema Heimcomputer und Videospiele. Ja, wie hat das alles angefangen? 1995 habe ich zum ersten Mal statistisch erfasst, wie viele Computer habe ich eigentlich. Nur die Grundgeräte gezählt waren das 140 Computer, Videospiele und Rechengeräte. 1998 gab es die erste öffentliche Ausstellung mit etwa 1000 Besuchern innerhalb von 2 Monaten und dabei die erste Publikation veröffentlicht in dem Heimatmuseum, wo ich damals gewohnt habe. Da hatte mich der Heimatverein gefragt, Museums- und Kulturverein, ob ich nicht eine Sonderausstellung machen könnte. Das war dann vom Abacus zum PC, die Geschichte des Personal Computers. Dann ging es weiter, 2000, Teilnahme am ersten Vintage Computer Festival in Europe, in München, seitdem regelmäßige Teilnahme, außer leider dieses Jahr, wo es im Konflikt stand aufgrund der Probleme mit dem Gebäude, mit dem Tag des offenen Denkmals, der dann vorging. 2001 habe ich zusammen mit dem Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte in Frankfurt am Main die Ausstellung 20 Jahre PC konzipiert und entsprechend auch Geräte als Leihgabe für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. 2003 startete dann die Website TechMumas für Technikmuseum Matthias Schmidt. Der Ort war damals noch nicht klar und das war die kürzeste Abkürzung, die noch einigermaßen sprechend war, die in der DE-Domäne noch verfügbar war. Dreibuchstabige oder vierbuchstabige Abkürzungen, die irgendwie Sinn gemacht hätten, waren alle schon vergeben. Deswegen etwas kryptisch TechMumas. Wird auch gerne falsch geschrieben, deswegen sind ähnlich lautende Domänen zum Teil auch auf mich registriert. Also besonders beliebt ist TechMumas, also TechMumas. Das ist auch registriert und auch TechMumas ist auf mich registriert, weil ein Autor in einem Buch mich falsch erwähnt. 2009 wuchs das dann mal ordentlich, die Ausstellung mal richtig, die Lagerfläche und die Sammlung richtig ordentlich. Da habe ich 44 Quadratmeter angemietet in einem beheizte Lagerfläche. Hier sieht man das Ergebnis nach 6 Monaten. Mein Standardbehälter Bananenkiste füllt schon gut den Raum
und die Computer stehen noch auf Paletten. Das ändert sich dann innerhalb von kürzester Zeit, dass die Bananenkisten eine Ebene nach vorne ziehen und an der Wand Schwerlastregale stehen. 2010 bis 2012, diverse Veranstaltungen, HomeCon, das letzte Z-Fest, eine Excentrix und die Classic Computing in Lorsch. 13 dann Unterstützung bei der Konzeption und Leihgabe von Geräten, digitale Retrokultur, wie Computer die Haushalte eroberten in Hanau. Links das leider nicht so gut sehbare Poster dazu. Der Verein oder die Gruppe, die das gemacht hat, ist die Keimzelle des Digital Retro Park in Offenbach, wo ich auch Gründungsmitglied bin, was dann ein Jahr später gegründet wurde, offiziell als Verein, um für den Verein, um für in Offenbach dann ein Museum zu eröffnen. Ja, die Sammlung wuchs und wuchs und wuchs und brauchte Platz und außerdem wollte ich sie ja auch präsentieren, also fingen wir dann an, ein Gebäude zu suchen. Was gar nicht so einfach ist, in der Größe ein Gebäude zu finden, was man bezahlen kann, trotzdem noch in einem Zustand ist, dass man es nicht mit der Schubraupe sanieren muss und in einer Gegend ist, wo man zum einen wohnen will und zum anderen auch hoffen kann, dass Besucher kommen. Schließlich, ja, also, du lachst, das ist gar nicht so simpel. Vor allen Dingen, wenn man im Rhein-Main-Gebiet wohnt und beruflich das Rhein-Main-Gebiet nicht verlassen will. Da kann man natürlich irgendwo auf ein Dorf gehen, wo man dann einen Hof kauft, der dann entweder kurz vorm Einsturz ist oder in der Mitte von nirgendwo oder beides. Und letztendlich haben wir dann das Gebäude gefunden in Bad König. Bad König ist, wie gesagt, im Odenwaldkreis eine Stadt mit Bahnanschluss nach Frankfurt, hat alle Infrastruktur vor Ort, mehrere Supermärkte, Ärzte, sonstige Geschäfte. Und das Gebäude steht unter Denkmalschutz, deswegen war es vergleichsweise günstig, weil kein Bauträger kommen konnte und das Gebäude einfach wegschieben und da Wohnungen auf das Gelände stellen. Und die Auflage vom Denkmalschutz ist auch, dass das Erdgeschoss als ein großer Raum erhalten bleibt. Weil das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz aufgrund seiner Schönheit, also von außen, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung. Das war der größte Arbeitgeber im Ort, als das Gebäude gebaut wurde. Die Zigarrenfabrik hatte in ihren Hochzeiten 120 Beschäftigte, was für ein Dorf richtig, richtig viel ist. Damals hatte König noch keine Stadtrechte. Und deswegen ist das eine der Auflagen, die wir relativ leicht erfüllen konnten. Das ist ein Blick rechts in die Halle, so wie zu etwa zur Zeit des Kaufens. Mittlerweile steht auf der linken Seite ein Einbau Knowledge Box aus Spanplatten, ein abgetrennter Raum als Vortragsraum und wo der Fotograf steht, sind Schwerlastregale. Das sind aber alles Einbauten, die man wieder entfernen kann, deswegen war die Denkmalbehörde damit einverstanden. 2016 haben wir dann mit Facebook begonnen und Leihgabe an die Stadt Widdern für eine Ausstellung zur Geschichte der Firma Siemens. Und außerdem haben wir 2016 auch damit begonnen, das Gebäude zu sanieren. Interessanterweise stand am Tag der Hausübergabe 2015 im Dezember ein Artikel in der Tageszeitung Vorfreude auf neues Leben in der Zigarrenfabrik, woraufhin mich dann der Nachbar freudestrahlend begrüßt. Ach, es freut mich, dass in dem Gebäude was passiert und das Museum kommt. Ich gucke ihn entgeistert an, woher wissen Sie? Ja, Sie stehen doch heute in der Zeitung. Es war ein Bericht von dem Denkmalbeirat des Landkreises und der Reporter hat als Aufhänger unseren Bauantrag genommen. Deswegen war das die Überschrift. Gewusst haben wir davon nichts, der Nachbar hat dann die Zeitung einen Tag später bei uns eingeworfen. Da ich aus einem anderen Landkreis komme, hatten wir diese Zeitung nicht. Ja, 2017 hat dann ein Freund das Museumslogo entworfen und die erste öffentliche Veranstaltung in der Baustelle im eigenen Haus zum Tag des offenen Denkmals, neue Nutzung eines alten Gebäudes, ein Museum entsteht. Mit einer provisorischen Ausstellung in Vitrinen, die wir vorher gespendet bekommen haben, plus Geräte aus der Sammlung, um einfach einen Querschnitt zu zeigen, was die Sammlung so alles hat. Links oben ein Schulfunkempfänger, unten drunter dann unter anderem Rechenmaschinen und in der rechten Vitrine dann verschiedene Computer, um zu zeigen, was so der Schwerpunkt ist.
In der Baustelle ging es dann 2018 mit Sonderausstellungen weiter und öffentlichen Veranstaltungen auch wieder zu bestimmten Anlässen wie Tag des offenen Denkmals und Internationaler Museumstag. 2019 wurden wir dann Mitglied der Museumsstraße Odenwald-Bergstraße e.V. Da liegt der Führer auch vorne durch alle Museen und Sonderausstellungen an der Information. Und 2021 war es dann soweit, dass wir offiziell zur Eröffnung laden konnten und da praktischerweise gerade Wahlen waren und die Politiker sehr interessiert waren, uns zu besuchen, hatten wir dann auch ordentliche Prominenz. Das ist Herr Dr. Zimmermann, der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Dann haben wir Frau Funken und Frau... Und jetzt haben wir dann 2022, bekamen wir im Rahmen der Museumsstraße, bekamen alle Museen einen Imagefilm produziert. Das hier ist der Produzent des Films, der im Museum filmt, in der damaligen Sonderausstellung zum Thema Fernsehtechnik. Das waren ja noch die Nachwehen von Corona, deswegen mit Maske. Und wir waren Ziel einer Nostalgietour im Rahmen der Nacht der offenen Museen, wo dann ein schöner alter Reisebus uns besucht hat. Die Tickets in dem Bus konnte man vorher buchen. Es gab mehrere Touren zu Museen. Die Besucher konnten sich dann eine Tour aussuchen und sind dann in drei Museen gefahren worden und sind in dem Bus dann verpflegt worden in der Zwischenzeit. Das gibt es jedes Jahr bei uns von der Museumsstraße. Immer, wenn es relativ früh dunkel wird im September. 2023 haben wir dann das Konzept mit den jährlich wechselnden Ausstellungen umgesetzt. Im ersten, zweiten und dritten Quartal, wie ich schon sagte, im Januar kam die Ausstellung Herzlichen Glückwunsch, Jubiläen in der Computerwelt. Im Mai die Ausstellung Schlichte Eleganz im Haushalt, Designgeräte der Firma Braun. Und im September dann Commodore vom Taschenrechnerfabrikanten zum Heimcomputer-Pionier. Und auch 2023 hatten wir das Glück, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, Stücke aus der Sammlung des Förderkreis Industrie- und Technikgeschichte zu bekommen. Auch 2024 wieder drei wechselnde Ausstellungen. Konsequenterweise im Januar Jubiläen 2024. Im Juli gab es, als die Daten das Reisen lernten, die Geschichte des Internetzugangs. Im Oktober Ostalgie pur. Wobei das... Ne? Und wir haben weitere Stücke bekommen. Und aktuell hatten wir ja die aktuellen, haben wir ja schon gesehen. Und hier nochmal unsere Links zur Homepage und zur Facebook-Präsenz. Fragen. Das war jetzt ein schneller Ritt in unter 20 Minuten durch die Geschichte des Museums. Ja? Du hast vorhin öfter von wir geredet. Meine Partnerin und ich ist das Wir. Ja? Wie finanziert ihr euch? Ja, wir sind beide Vollzeit berufstätig. Das heißt, das habt ihr privat gekauft, das Gebäude? Ja. Das Gebäude gehört uns. Was kostet Eintritt oder Zug? 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder. Nein, das ist ein Zuschussgeschäft. Und wir kriegen auch keine geldlichen Zuwendungen von der Stadt oder dergleichen. Wir kriegen im Rahmen der Teilnahme an der Nacht der offenen Museen bekommen wir eine Aufwandsentschädigung. Aber das ist das einzige Geld, was wir kriegen. Wir hatten jetzt dieses Jahr einen Flohmarkt im Gelände gemacht mit Sachen, die wir so bekommen haben, auch aus den Zeiten, wo wir zusammengezogen sind. Das waren im Wesentlichen Haushaltssachen. Da haben wir Geld eingenommen. Mit dem Geld planen wir die Beleuchtung in der Museumsfläche zu verbessern, weil im Moment ist es noch Baustrahler in der Kabeltrasse und das ist halt nicht wirklich praktisch für die Zukunft. Aber Provisorien halten halt einfach sehr lange und in dem Haus, das Haus hat 600 Quadratmeter, ist halt immer irgendwas zu tun. Ja? Aber allein die monatlichen Kosten, die Sie gewinnen,
ich so, da ist doch Heizung, Strom und Versicherung und was da alles dazukommt. Das ist doch eine Menge Geld. Ja. Also die Antwort auf deine Frage, es ist eine Menge Geld, die Antwort ist ja. Die Grundsteuer hat sich gerade so ganz geringfügig erhöht. Vor allen Dingen ist es interessant, dass sich die Grundsteuer ändert, wenn man saniert, weil dann ist das Haus mehr wert und deswegen die Grundsteuer höher. Also bitte nicht sanieren, dann bleibt die Grundsteuer unten. Und ja, also die... Man muss dazu sagen, dadurch, dass wir das Haus zu einem guten Teil in Eigenleistung saniert haben, war jetzt die Sanierung nicht so teuer, wie jetzt ein Gebäude mit 600 Quadratmeter aussieht. Ohne jetzt Zahlen nennen zu wollen, bewegt es sich in der Größe von einem, ja, einem Einfamilienhaus in einer teuren Wohngegend, wo man ja auch schnell deutlich sechsstellige Beträge in der zweiten Hälfte der sechs Stellen bezahlen muss. Ja? Also wir haben ein Wochenende im Monat auf. Hier auf dem Flyer die Öffnungstage für dieses Jahr. Das hängt extrem von Faktoren ab, die wir nicht verstehen im Moment. Also man kann nicht sagen, dass wenn das Wetter schlecht ist, kommen die Leute, oder wenn das Wetter gut ist, kommen die Leute. An einem guten Wochenende haben wir 80 Besucher. An einem normalen Wochenende ist es vielleicht die Hälfte bis ein bisschen drunter. Und wir hatten auch schon Tage, wo wir an jedem Tag irgendwie 5 Besucher hatten. Und es war nicht vorher abzuschätzen, warum. Also, klar, wenn irgendwie 2 Meter Schnee liegen oder am Tag vorher ein Unwetter runtergekommen ist und alle Straßen kaputt sind, dann ist man auf dem Land damit beschäftigt, sind alle in der Freiwilligen Feuerwehr oder im THW, sind damit beschäftigt, die Infrastruktur wieder zu reparieren. Aber auch wenn so Anlässe nicht sind, das ist irgendwie nicht erklärbar. Und das Einzugsgebiet, was wir haben, ist relativ groß. Wir machen Werbung über Facebook, auch bezahlte Werbung über Facebook. Und haben tatsächlich Besucher, die gezielt aus dem Frankfurter Raum oder aus dem Miltenberger, Aschaffenburger Raum zu uns kommen. Was so die beiden Großstädte sind, Frankfurt auf hessischer Seite, Darmstadt-Frankfurt und Miltenberg-Aschaffenburg auf bayerischer Seite. Bad König liegt an der Grenze zu Franken. Also auf hessischer Seite im Odenwaldkreis, der Kreis auf bayerischer Seite wäre Miltenberg und der angrenzende Kreis auf Baden-Württemberger Seite ist der Neckar-Odenwald-Kreis mit Moosbach als Kreisstadt. Und dann im Süden an unseren Kreis grenzt dann der Rhein-Neckar-Kreis mit Heidelberg. Ja. Achso, das habe ich gar nicht gesagt. Das Erdgeschoss ist Ausstellungs- und Lagerfläche und oben drüber sind 2 Wohnungen oder 2-mal Wohnfläche. In der einen Wohnung wohnen wir und die andere Wohnung ist, wenn wir Besuch haben. Und die kleinere Wohnung, die Besucherwohnung, ist auch nur, ich sag mal, schnell saniert worden damals, weil das war unsere Wohnung während der Bauphase. Da haben wir schnell neuen Strom reingezogen. Also ich habe im ganzen Haus ungefähr 3 Kilometer Kabel verlegt. Stromkabel, Datenkabel nicht mitgerechnet. Und neue Wasserverrohrung, neue Warmwasserbereitung und dann war es fertig, da sind immer noch die originalgrünen Fliesen aus den 70ern, als diese Wohnung ausgebaut wurde. Und den Wohnraum haben wir neu gemacht oder neu machen lassen. Da waren auf der ganzen oberen Etage waren Spanplatten und auf den Spanplatten hatte man PVC oder Teppichboden geklebt, je nach Raum. Und die letzten Bewohner des Hauses waren Katzen, die dort allein gewohnt haben. Und die haben ihre Begeisterung über das Alleinwohnen deutlich kundgetan. Und außerdem wurden wir von dem Bausachverständigen gewarnt, dass Spanplatten aus den 60er Jahren vom Aldehyd aus dünsten, auch nach langer Zeit noch, und dass wir sie deswegen überall rausmachen sollten. Und das haben wir auch gemacht und unten drunter ist richtiger Dielenboden schöner. Und der wurde dann abgeschliffen und geölt. Das gilt für alle Räume außer die Feuchträume, Bad, Küche. Und ansonsten hatten wir jetzt bei der Sanierung relativ wenig Überraschungen. Wir hatten im Erdgeschoss, der Boden war leider asbesthaltig, der musste raus. Waren so PVC-Fliesen,
die mussten raus. Und in der kleinen Wohnung die Dachschräge, die Verkleidung aus Holz war mit PCP verseucht. Aber davon abgesehen hatten wir nichts an irgendwelchen Überraschungen. Und die beiden Sachen waren jetzt nicht schlimm. Auch das Asbest war nicht schlimm, weil laut Bausachverständigen war das eine Verunreinigung in den Platten. Das war also zu wenig drin, als dass es wirklich Wirkung gehabt hätte, was dann den Ausbau- und Entsorgungsprozess durch die Firma verbilligt hat. Die mussten nicht mit Unterdruck arbeiten. Der Kleber war nicht mit Asbest, sondern nur die Platte. Das heißt, im Endeffekt mussten die im Vollschutz vorsichtig die Platten lösen vom Boden und entsprechend entsorgen. Das hat dann auch eine zertifizierte Firma gemacht. Das haben wir nicht in Eigenleistung gemacht. Das war aber im Vergleich zu dem ersten Angebot, wo es hieß, wir müssen das Gebäude abdichten und mit Unterdruck machen, weil wir müssen schleifen, eine deutliche Ermäßigung oder eine deutliche Verbesserung der Kosten. Aber davon abgesehen hatten wir keine Sachen drin, die wir nicht vorher wussten. Und wir hatten auch die Baugenehmigung zu einem Zeitpunkt, bevor der Kaufvertrag wirksam wurde. Ich hatte eine Frist im Kaufvertrag, dass ich zurücktreten konnte bis Jahresende, ohne Ansprüche irgendwelcher Art gegen uns, und hatte aber gleichzeitig die Möglichkeit, das Gebäude zu betreten und Pläne zeichnen zu lassen und Bauantrag zu stellen. Das war einfach so der Sicherheitsfaktor. Man weiß nicht, was die Denkmalbehörde an Auflagen stellt. Und dass es dann nicht möglich ist, diesen Auflagen mit vertretbarem Aufwand zu genügen. Es gab relativ wenig Auflagen, deswegen bin ich mit der, also die Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde hat sehr gut geklappt. Die einzige Auflage war, dass die Dachflächenfenster, damit die wieder genehmigt wurden, mussten mit einem Zinkband verbunden werden, dass das aus der Ferne ein großer Strich ist. Das hatte dann zur Folge, dass wir das Dach komplett neu decken mussten, was wir so nicht geplant hatten, was zwar Mehrkosten erzeugt hat, aber umgekehrt dazu geführt hat, dass wir noch ein paar kaputte Dachbalken gefunden haben. Und die Denkmalbehörde, die obere Denkmalbehörde, hat uns in ein Förderungsprogramm aufgenommen, was dann Teile der Mehrkosten abgefedert hat. Und von daher hat das alles sehr gut geklappt. Und da hat sich es auch wieder bewährt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die da Erfahrung haben. Wir haben uns extra eine Architektin gesucht, die Erfahrung in der Denkmalsanierung hatte. Weil die kennt zum einen, was geht und was nicht geht, bevor man die Behörde fragt, und kennt halt auch Fachbetriebe, die Unterlagen liefern, die dann zum Antrag passen. Zum Beispiel die Fenster im Erdgeschoss mussten neu gemacht werden. Es mussten Holzfenster sein, Kunststoff und Alu war nicht erlaubt. Und es mussten entsprechende Fenster angefertigt werden, die zum Originalbild des Gebäudes passten. Und da müssten entsprechend Firmen dann in der Lage sein, die Zeichnungen zu liefern, die dann Bestandteil des Bauantrags wurden. Von daher, das hat aber alles gut funktioniert. Weitere Fragen? Ja? Wächst eure Sammlung noch weiter? Die wächst noch weiter, ja. Sie ist allein hier jetzt auf der Classic Computing gewachsen. Also sie wächst weiter. Wobei neben dem Wachsen an Geräten auch immer mehr eine, ich sag mal, Fokussierung stattfindet. Ich habe aus der Zeit zum Beispiel, wo aus der Alles-Annahmezeit, und man könnte es ja mal brauchen, zum Beispiel Stereoanlagenkomponenten. Die werde ich jetzt mal durchgucken, was davon wirklich interessant ist, und die wird stark reduziert werden. Oder was auch passiert ist, man kriegt Zeitschriften und stellt dann fest, okay, die Zeitschriften hat man schon, aber sei es jetzt Computer- oder Elektronikzeitschriften, das Gemeine ist nur, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Zeitschriften vollständig sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach zwei Stapel Elektor nehmen und gucken, okay, habe ich schon, das Heft sieht schöner aus, das Heft kann weg, das Heft sieht schöner aus, das Heft kann weg. Sondern man muss wirklich kontrollieren, ob die Hefte vollständig sind, und das frisst halt unheimlich viel Zeit. Und ja, wir sind beide Vollzeit berufstätig. Das heißt, das geht dann nur in den Abendstunden oder am Wochenende. Und da möchte man vielleicht auch mal was anderes machen. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, danke für eure Aufmerksamkeit. Und gerne einen Flyer mitnehmen oder hinten vorbeikommen. Als Ausstellungsstück für hier habe ich den CMX 8080 mitgebracht.
Das ist ein IMSAI, der nach Deutschland importiert wurde von der Firma CEMIX, umgelabelt wurde auf ihren eigenen Namen und das Gehäuse in Orange eingefärbt. Dankeschön.